Montagabend, 13. April, 18 Uhr. Recht herzlich willkommen zu unserem Ayondo-Marktausblick und unserer Chartanalyse. Mein Name ist Tom Neske. Ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Wochenausblick begrüßen. Ja, worum wird es heute gehen? Für diejenigen, die neu sind und das erste Mal dabei sind, im ersten Part werde ich euch die wichtigsten Wirtschaftsdaten für die aktuelle Handelswoche durchgeben. Das machen wir anhand eines PDF-Dokuments. Das könnt ihr euch auch gerne downloaden. Ich habe euch das gerade in die Chat-Funktion reingelegt. Könnt ihr also gerne für eure eigenen Zwecke auch mit benutzen. Ja, und im zweiten Part wollen wir uns die wichtigsten Märkte unter charttechnischen Gesichtspunkten anschauen. Und der dritte Teil wird euch gehören. Da könnt ihr mir dementsprechend dann die Aktien und Titel nennen, die ihr gerne analysiert haben wollt. Und sobald wir die auf der Plattform haben, werden wir das auch unter charttechnischen Gesichtspunkten dann machen. So, dann starten wir mal mit unserem ersten Part, den Marktdaten für die aktuelle Woche. Und da schauen wir uns mal den heutigen Tag an. Waren relativ wenig Daten, sowohl aus Europa als auch aus Amerika. Dementsprechend heute auch relativ ruhig an den Märkten. Wir haben heute Nacht Zahlen aus Japan bekommen zur Geldmenge, Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung, inländische Produktpreise für den Monat März. Die sind sogar etwas besser ausgefallen. 0,4 war prognostiziert, 0,7 sind sie letztendlich reingekommen. Wichtige Zahl auch nochmal um 1:50 Uhr, die Maschinenaufträge für den Februar. Da hatte man einen Rückgang auf minus 2,6 erwartet, kam mit minus 0,4 doch etwas besser als erwartet rein. Das konnte da die Märkte stützen. In China hatten wir noch das Handelsbilanzsaldo für den Monat März, ist mit 3,1 Milliarden deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Ja, und in Europa heute eigentlich nur Zahlen zur Industrieproduktion für den Monat Februar. Die ist allerdings ein bisschen stärker ausgefallen, die kam mit 0,6 rein, also deutlich besser als erwartet. Ja, und aus Amerika bekommen wir eigentlich nur heute Abend nochmal Zahlen zum Haushaltssaldo für den Monat März. Ansonsten sehen wir sehr, sehr ruhig hier heute der Handelstag. Und da fehlen natürlich dann auch die entsprechenden Impulse. Wir hatten ja eine positive letzte Börsenwoche getragen von den wirtschaftlichen Impulsen. Aber diese Woche fehlt es nochmal und da ist man zum Auftakt erstmal etwas verhalten. Deshalb können wir uns dann auch schon den Dienstag, den morgigen Tag anschauen. Da bekommen wir dann schon deutlich mehr an Wirtschaftsdaten rein. Die wichtigsten Daten für diejenigen, die neu sind, die habe ich auch hier nochmal mit einem kleinen gelben Pfeil markiert. Das startet also bei uns um 8 Uhr zum vorbörslichen Handelsstart morgen mit den Großhandelspreisen für den Monat März. Historischer Stand war 0,5. Eine Prognose hatten wir noch nicht gehabt. Also schauen wir mal, wie die Zahlen denn reinkommen. Weiter geht es um 10 Uhr für die Eurozone. EZB-Umfrage zur Kreditvergabe. Danach geht es weiter. Verbraucherpreise aus Italien, Verbraucherpreise aus Großbritannien, Erzeugerpreise aus Großbritannien und Einzelhandelspreise. Bei uns wird es dann um 11 Uhr wieder richtig spannend. Da kommen für die Eurozone Zahlen zur Industrieproduktion für den Monat Februar. Die sehen eigentlich recht freundlich aus. Der Januar mit minus 0,1 ist ja recht verhalten. Hier erwarten wir jetzt einen Anstieg auf 0,3. Und aus Amerika dann morgen wichtige Wirtschaftsdaten ab 14:30 Uhr. Erstens die Erzeugerpreise, die deutlich gestiegen sind von minus 0,5% im Februar auf 0,3 und Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen für den Monat März ebenfalls sehr freundlich von minus 0,6 auf 1,1 gestiegen. Und ja, wie immer dann am Dienstag natürlich auch Zahlen vom Redbook zu den Einzelhandelsumsätzen zur Vorwoche und für unsere Trader oder Rohstoffhändler natürlich wie immer dienstags um 22:30 Uhr nochmal die API-Öllagerbestände. Die komplettieren dann den morgigen Tag, aber das schon nach Börsenschluss hier. Und wie gesagt, auch nur für unsere Commodity-Trader interessant. Dann können wir uns den Mittwoch anschauen. Wie gesagt, den ersten Part machen wir immer etwas schneller. Die Zahlen habe ich euch ja als Download hier nochmal mit reingelegt. Und am Mittwoch geht es dann gleich weiter mit wichtigen Zahlen aus Fernost. China bringt Zahlen, Bruttoinlandsprodukt fürs erste Quartal. Da sehen wir einen leichten Rückgang von 7,3% auf 7%. Des Weiteren Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen, die bleiben ungefähr auf Vormonatsniveau, also relativ unverändert. Industrieproduktion für den Monat Februar aus Japan deutlich eingebrochen. Da sehen wir von 3,7 auf minus 3,1. Ja, und bei uns geht es dann um 8 Uhr richtig los. Da bekommen wir hier für Deutschland die Verbraucherpreise für den Monat März. Da sehen wir hier die Tendenz aber von 0,1 auf 0,3 angestiegen. Setzt sich fort über Frankreich mit den Verbraucherpreisen im März, die unverändert sind. Ja, und dann am Mittwoch ganz wichtig um 13:45 Uhr EZB-Zinsentscheid. Wir gehen zwar weiterhin davon aus, dass der Leitzins unverändert bei 0,05% bleibt, aber natürlich immer eine wichtige Zahl, die rot im Kalender angekreuzt werden sollte, weil wir dementsprechend dann dort auch dementsprechend wieder Impulse gerade für unseren Euro-US-Dollar bekommen werden. Und diese Impulse bekommen wir meistens um 14:30 Uhr dann von der Pressekonferenz.
Und dementsprechend da super spannend und im Terminkalender ankreuzen, weil das wird mit Sicherheit wieder für Volatilität, also Schwankungen an den Märkten sorgen. Ja, aus Amerika dann noch Zahlen zur Industrieproduktion, Rohöllagerbestände und auch um 20 Uhr dann noch Zahlen vom Basebook der FED. Also Mittwoch, wichtigster Tag, wirtschaftsdatentechnisch gesehen für die aktuelle Handelswoche, sollte man hier auf keinen Fall dementsprechend verpassen. Am Donnerstag geht es dann weiter mit sehr, sehr wenig Zahlen. Also das dürfte sehr, sehr ruhig werden. Da werden wir dann dementsprechend die Impulse vom Mittwoch verarbeiten. Wie gesagt, aus Europa eigentlich nur Zahlen aus der Schweiz, Erzeuger im Importpreise, Handelsbilanzsaldo für Italien. Aus Amerika wie immer donnerstags Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Zahlen zu den Baugenehmigungen. Wichtigste Zahl des Tages hatte ich es heute auch hier nochmal markiert gehabt. Wird der Philadelphia FED-Index für den Monat April sein. Immer ein ganz wichtiger Stimmungsindikator. Ja, und der sieht eigentlich positiv aus. 5,0 historisch, 6,5 die Prognose. Dürfte uns also weiter unterstützen in der aktuellen Handelswoche. Ja, und damit haben wir diese auch schon fast hinter uns. Wie gesagt, mittwochs die wichtigsten Zahlen. Hier nochmal am Freitag dann. Kleiner Verfallstag an den Börsen. Wir wissen ja, es ist wieder hier Freitag soweit, aber dementsprechend nur kleiner Verfallstag auf Aktien und Optionen auf Aktien und den DAX. Sorgt immer für Volatilität, dementsprechend da auch drauf achten. Und ja, dann ansonsten die Verbraucherpreise für den Monat März. Verbraucherpreise für die Eurozone, Verbraucherpreise dann 14:30 Uhr, wichtigste Zahl des Tages, hier aus Amerika für die USA für den Monat März, aber unverändert bei 0,2 und um 15:55 Uhr nochmal Zahlen zum Konsumklima der Uni Michigan für den Monat April. Auch hier setzt sich der positive Trend weiter fort. Anstieg hier auf 93,8 erwartet. Ja, und der Commitment of Traders Report um 21:30 Uhr. Der beendet dann dementsprechend unsere Handelswoche. Und wie gesagt, das war es soweit. Dann auch die Chartdaten, die wir uns gleich anschauen, die habe ich euch hier natürlich auch nochmal im PDF-Dokument hinterlegt. Wichtigste Daten aber hier, wie gesagt, von mir am Mittwoch mit dem EZB-Zinsentscheid und Zahlen aus Amerika zum Basebook der FED. Da sollten wir auf jeden Fall hier drauf achten. So, das war es mit den Wirtschaftsdaten für die aktuelle Handelswoche. Der Link zu den Dokumenten, der ist hier im Chat hinterlegt, könnt ihr euch gerne, wie gesagt, raussuchen. Wir wollen uns jetzt, wie gesagt, hier die aktuelle Woche mal unter charttechnischen Gesichtspunkten anschauen. Da habe ich uns hier als erstes den DAX 30 Index aufgerufen, wieder als Tagechart, wieder hier als Candlestick-Chart. Ja, und ich werde mal hier die Sachen einzeichnen, die ich euch auch schon im Dokument hier mit eingezeichnet habe. Und ihr könnt euch das Ganze dann mit anschauen und ich werde das Ganze natürlich dokumentieren. Grundsätzlich, wir sehen, sind wir kurz, mittel, lang. Langfristig natürlich hier im DAX 30 immer noch weiter in einem intakten Aufwärtstrend. Wir sehen das, ich zeichne uns den hier mal ein, sehen hier einen schönen Aufwärtstrendkanal, schon das ganze Jahr durchgehend. Ja, hatten in den letzten Wochen so ab Mitte März eine kleine Konsolidierungsphase gehabt. Zeichne mal die kurzfristige Entwicklung rein hier über die Tops. Und da sehen wir aber auch, wir hatten hier so ein klassisches Konsolidierungsdreieck. Und wir wissen ja, das ist immer ganz spannend am Markt. Wenn ein Ausbruch aus diesem Dreieck erfolgt, wird sich dann der vorangegangene Trend hier, wie in unserem Fall jetzt, fortsetzen. Den haben wir hier gehabt Anfang April. Letzte Woche, da sind wir hier nach oben ausgebrochen, haben es geschafft, die 12.000-Punkte-Marke, die hier natürlich auch aus psychologischer Sicht eine wichtige Marke im Markt ist, hier zu überwinden. Und mit dem Ausbruch über die 12.000, wir hatten es ja angesprochen, dürfte es zu so Anschlusskäufen in Richtung 12.250 war die erste Marke. Das waren die Höchststände, die wir hier Mitte März markiert hatten. Und natürlich übergeordnetes Ziel 12.500 weiter fortsetzen. Das sind die Kursziele für dieses Aufwärtstrend-Szenario. Sehen heute hier leichte Gewinnmitnahmen am Markt nach der doch relativ freundlichen letzten Handelswoche. Sind ja hier auch nochmal gut 400 Punkte angestiegen und dementsprechend hier leichte Gewinnmitnahmen. Wie gesagt, als Unterstützung fungiert jetzt natürlich die wichtige Marke bei 12.000. Das wäre sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig das Stop-Kursniveau. Also unterhalb dieser Marke sollte der Markt die nicht verteidigen können, würde ich hier die Stop-Kurse am Markt platzieren. Momentan sind wir aber hier weiter in einem Aufwärtstrend-Szenario. Das Ganze wird auch unterstützt durch unsere Indikatoren, die wir immer mit zur Hilfe nehmen. Wir haben hier oben einmal den MACD-Indikator, der auch in der letzten Woche mit diesem Ausbruch über die Marke von 12.000 hier wieder ein Kaufsignal generiert hat, sowie unseren Stochastik-Indikator, den wir immer noch mit dazu nehmen, der hier auch weiter auf Kauf deutet, obwohl wir hier natürlich so langsam in die überkaufte Zone reinlaufen. Und in der überkauften Zone sind wir immer so ein bisschen anfällig für Korrekturen hier am Markt. Die sehen wir jetzt heute auch erstmal. Wie gesagt, bis Mittwoch gehe ich erstmal davon aus, dass der Handel
die recht ruhig verlaufen wird aufgrund der fehlenden Wirtschaftsdaten und die Impulse dann wahrscheinlich in dieser Woche durch die EZB-Sitzung und natürlich auch das Beigebuch aus Amerika hier gesetzt werden. Also grundsätzlich weiterhin kurz-, mittel-, langfristig intakter Aufwärtstrend hier beim deutschen Leitindex. Der ist weiter hier intakt. Als Stop würde ich, wie gesagt, die Marke unter 12.000 Punkte platzieren. Wenn diese Marke nicht mehr verteidigt werden kann, dann dürfte es zu Ausverkaufen kommen. Dann dürfte es auch relativ schnell sogar deutlich runtergehen Richtung 11.000 Punkte. Das wäre dann für so ein Verkaufsszenario hier die nächste Kursziel-Marke. Momentan hier aber alles soweit noch in Ordnung. Halten weiter an dem Kursziel erstmal bei 12.5 hier dann am Markt fest. Und ja, das waren wie gesagt die Kurzeinschätzungen hier zum deutschen Leitindex. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt mal das Pendant an aus Amerika und wollen uns jetzt an dieser Stelle mal den Dow Jones Index mit anschauen. Ruf uns den hier mal auf. So, und da haben wir natürlich auch schon, ja, hier ein ähnliches Szenario. Auch hier hatten wir ja so die Marke von 18.250 Punkten im Raum zu liegen. Die Korrektur, die sich dann angeschlossen hatte, die hatten wir besprochen, führte bis in den Bereich so bei 17.600 Punkten. Ja, und in dem Bereich konnten wir uns auch sehr, sehr schön stabilisieren. Da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, haben es geschafft, diese Marke hier bei 17.600 Punkten zu verteidigen. Und in einem gesamtfreundlich positiven Marktumfeld sind wir weiter nach oben gelaufen, sind aber genau in die Zone reingelaufen, die wir letzte Woche besprochen haben, nämlich die 18.100. Woher kommt die? Natürlich, wenn ich die letzten beiden Höchststände hier miteinander verbinde, sehen wir, haben wir hier genau bei 18.100 unser aktuelles Widerstandsniveau aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal hier. Ja, und die Marke, um die kämpfen wir heute auch. Wir sehen auch heute haben wir so ein Doji ausgebildet, eine japanische Candlestick-Formation, die immer für eine Neutralität und eine Unsicherheit am Markt steht. Den sehen wir hier im Hintergrund, halten natürlich noch die 18.000-Punkte-Marke und sind darüber. Das ist alles okay, müssen aber jetzt wirklich, um hier weitere Aufwärtskurse zu generieren, den Ausbruch über diese 18.100 schaffen. In diesem Fall würde sich natürlich der Aufwärtstrend der letzten Woche hier weiter fortsetzen, kurzfristig natürlich in 18.250, also in die Zone, wo wir die letzten Höchststände hier Anfang März ausgebildet haben. Das wäre das kurzfristige Kursziel. Aber wie gesagt, hier sieht der Chart bei weitem nicht so freundlich aus wie im deutschen Leitindex. Und wie gesagt, scheitern wir an dieser Widerstandsmarke, durchschreiten wir hier die 18.000er-Punkte-Marke. Also hier würde ich mich schon deutlich knapper am Markt platzieren mit meinen Stop-Kursen. Unterschreiten wir die 18.000er-Marke, dann dürften wir hier davon ausgehen, dass es relativ schnell wieder in Richtung des Unterstützungsniveaus bei 17.600, 17.650 Punkten geht. Und da sollte man dementsprechend dann hier die Bremse ziehen und aussteigen aus dem Markt. Da müssen wir die Gewinne der letzten anderthalb Wochen hier nicht wieder abgeben. Mittelfristig, wie gesagt, das hier noch in einem Verkaufsszenario, da hatten wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Mittelfristig sind wir, wie gesagt, auch mit der Erholung der letzten Woche nur wieder an die aktuelle Widerstandsmarke herangelaufen. Und dieses Bild würde sich erst aufklaren, wenn wir wirklich deutlich über die 18.100 hier schießen. Ja, und dann gilt es, das alte Höchststandniveau bei 18.250 zu überwinden, um überhaupt mittel- und langfristig neue Impulse hier am Markt zu setzen. So, das soweit zu den Indizes. Jetzt wollen wir uns natürlich wie in jeder Woche auch unsere Rohstoffe anschauen und haben uns da natürlich immer unseren Rohstoff Gold angeschaut, den ich uns hier jetzt mal aufrufe. Ja, und da sehen wir, wir hatten ja hier diesen längerfristigen Ausverkauf ab Ende Januar, der uns in das Unterstützungsniveau bei 1.150 Dollar geführt hatte. Die Zone, die hier unten sehr, sehr schön als Unterstützung verteidigt werden konnte, das hatten wir auch besprochen. Ja, haben uns dann in ein Aufwärtstrendszenario begeben. Da hatten wir auch drüber geredet. Was aber bis nur in das aktuelle Widerstandsniveau bei 1.225 Dollar geführt hat. Genau da sind wir auch in der letzten Woche wieder abgeprallt an dieser Marke und haben jetzt hier erstmal wieder Gewinnmitnahmen gesehen. Ja, und so langsam gerät dieses Szenario hier auch ins Wanken. Wir sehen, wenn ich uns den kurzfristigen Trend hier einzeichne, sind wir hier zwar noch in einem Aufwärtstrendszenario, aber wir laufen hier auch genau bei 1200 in das wichtige Unterstützungsniveau rein. Natürlich aus psychologischer Sicht und auch aus charttechnischer Sicht. Wenn wir diese 1200 Dollar Marke hier unterschreiten, dann ist das mit dieser kurzfristigen Gegenbewegung am Markt hier auch erst einmal beendet und dann müssen wir leider davon ausgehen, dass wir hier
wieder uns in Richtung der Marke 1150 Dollar bewegen werden. Also hier die Stops wirklich jetzt ganz knapp platzieren. Wir sind genau an die 1200 Dollar Marke rangelaufen und müssen hier natürlich genau aufpassen, wie sich diese Formation auflöst. Es ist ein Dreieck hier am Markt. Schaffen wir natürlich diesen Ausbruch, da hatte ich letzte Woche schon drüber gesprochen, über die Marke von 1225 Dollar würde uns das ganz schnell in Richtung 1000 250 und in der Folge sogar in Richtung 1300 führen. Also das wäre ein sehr, sehr schönes Long-Signal hier am Markt. Scheitern wir jetzt aber hier in dieser Dreieckspitze und brechen sogar nach unten aus, können also die Marke bei 1200 Dollar nicht verteidigen. Dann werden wir in den kommenden Tagen hier einen weiteren Ausverkauf sehen. Viele spricht für dieses Szenario, auch gerade wenn ich mir die Indikation mit anschaue. Der MACD läuft hier so langsam in eine Verkaufskonstellation herein. Stochastik hat im überkauften Bereich hier schon sogar auf Verkauf gestellt. Also die Indikatoren, die könnten uns hier wirklich in den kommenden Tagen noch weiteren Verkaufsdruck in diesen Markt reinbringen. Ja, und mit dem Fall dieser charttechnischen Unterstützung und psychologischen Marke dürfte es dann, wie gesagt, ja auch relativ schnell nach unten gehen. Deshalb auf jeden Fall beobachten, wer investiert ist in diesem Markt, in diesem Rohstoff, der sollte, wie gesagt, hier sich unter 1200 Dollar mit seinem Stop-Kurs versehen, um hier dementsprechend keine bösen Überraschungen zu erwarten. So, das war der Rohstoff Gold. Dann wollen wir uns als letztes noch unseren Rohstoff Euro, unseren Devisenmarkt anschauen, unseren Euro-US-Dollar. Ja, wer die Analysen in der letzten Woche verfolgt hat, da haben wir gesagt, die 1,05, die stehen wieder im Raum, wenn wir an der Marke von 1,10 scheitern. Und genau das haben wir letzte Woche dann auch vollzogen. Wir sehen, wir hatten hier die wichtige Marke von 1,10 gehabt, haben sehr, sehr häufig mit dieser Marke gekämpft. Ja, auch in der letzten Woche oder vorletzten Woche genau wieder bis auf dieses Widerstandsniveau rangelaufen. Ja, und wir haben es leider nicht geschafft, dieses Kursniveau zu durchbrechen. Das hätte uns natürlich deutliches Aufwärtspotenzial generiert. Wir haben das ja eingezeichnet, hätten dann Platz gehabt bis 1,13, in der Spitze sogar bis 1,15. Aber ich sagte schon, wenn wir dran scheitern, wird schnell gehen und dann geht's runter in Richtung 1,05 und genau das haben wir gemacht. 1,05 natürlich basierend auf den Tiefständen, die wir hier schon mal um den 10. bis 15. März markiert haben. Das war das aktuelle Kurszielniveau und wir sehen, das haben wir dann heute auch schon mal im Laufe des Handels hier berührt, dieses Kursniveau, konnten die Marke noch leicht verteidigen, aber auch die Indikationen sind deutlich eingekippt. Also wir haben hier kurz-, mittel- und langfristig weiter wieder unseren Abwärtstrend. Hier in der letzten Woche das erneute Verkaufssignal mit dem Abprallen an der charttechnischen Widerstandsmarke bei 1,10. Sehen auch sowohl MACD als auch Stochastik haben hier wieder auf Verkauf gestellt. Ja, und in den kommenden Tagen, speziell am Mittwoch dann auch mit der EZB-Sitzung, wird spannend. Bisher haben uns die EZB-Sitzungen ja immer hier deutlich auf Talfahrt geschickt. Sahen das ja in der Historie. Das hier war zum Beispiel auch eine EZB-Sitzung gewesen. Hier der Ausbruch war eine EZB-Sitzung gewesen. Also wichtige Marken, die uns aber leider immer weiter nach unten gedrückt haben. Ja, und aus charttechnischer Sicht und natürlich auch aus Indikatorensicht sieht es hier sehr, sehr schwer aus, diese Marke bei 1,05 zu verteidigen. Also da wird es ganz spannend in der aktuellen Handelswoche. Und wenn diese Marke hier bei 1,05 fällt, ich hatte es ja am Anfang des Jahres auch schon immer wieder gesagt in den Webinaren, droht uns eigentlich hier der Gang in Richtung Parität. Das heißt, hier würden wir relativ schnell dann auch auf das Kursniveau 1,0 runtergehen. Also dann würde sich dieser Trend hier noch einmal beschleunigen. Und wie gesagt, der kurzfristige dann weiter die mittel- und langfristigen Trends aufnehmen. Also super spannend in der aktuellen Handelswoche. Vor Mittwoch würde ich mich hier auch nicht positionieren, kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schießen. Momentan spricht aber leider vieles dafür, dass sich diese Abwärtstrendkonstellation hier beim Euro-US-Dollar auch in den kommenden Wochen weiter fortsetzen wird. Ja, und uns dann leider auf das Kursniveau 1,0 runterführen wird. Also bleibt weiter spannend hier beim Euro-US-Dollar. Momentan kurz-, mittel- und langfristig, wie gesagt, wieder in einem intakten Abwärtstrend. Und jetzt heißt es wirklich, die Marke bei 1,05 hier zu verteidigen. So, das waren die vier Werte, die ich euch immer im charttechnischen Ausblick vorstelle. Jetzt ist es natürlich wieder an euch, mir dementsprechend hier Werte zu nennen. Die ersten kommen auch rein. Also bitte über die Chat-Funktion hier einfach die Werte, die euch interessieren, mir durchgeben. Die wollen wir uns dann anschauen. Die ersten kommen hier auch rein. Und als erstes sind wir hier im asiatischen Markt. Der Rolf hätte ganz gern den Nikkei 225 analysiert.
und den können wir uns auch gerne an dieser Stelle dann mal anschauen. Und den rufen wir uns hier mal als erstes auf und schauen uns mal den asiatischen Markt an. So, jetzt hat sich der Chart aufgebaut. Ich lösche noch mal ein paar Pfeilchen von meinen Einzeichnungen aus den letzten Malen hier weg und dann fangen wir mit der aktuellen Analyse an. Ja, wir hatten den, glaube ich, auch in der letzten Woche mit betrachtet. Auch hier befinden wir uns natürlich in einem intakten Aufwärtstrend. Wir sehen das, der Markt hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend-Szenario. Und ja, lösche die nochmal raus und zeichne die nochmal etwas sauberer ein. Sehen, dass der Markt hier wirklich in einem sehr schönen Aufwärtstrend-Szenario, haben die 20.000-Punkte-Marke hier auch tatsächlich gesehen. Die hatten wir ja als Kursziel hier in den Markt gelegt, sehen aber auch, dass sich der Markt jetzt an dieser charttechnischen und vor allen Dingen aber psychologischen Marke sehr, sehr schwer tut. Wir sehen, wir kämpfen hier um diese Marke, waren mal ganz knapp drüber, sind jetzt aber auch erstmal dran gescheitert. Ich denke mal, die kurzfristigen Gewinnmitnahmen, die werden sich hier auch weiter fortsetzen in Richtung 19.500. Das wäre das aktuelle Unterstützungsniveau hier aus diesem charttechnischen Verlauf. Ja, und die darf halt auch nicht fallen, die Zone bei 19.500. Deshalb würde ich unterhalb dieser Marke dann hier auch beim Nikkei meine Stop-Kurse platzieren, weil wenn diese Marke fällt, dann ist die sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig der Aufwärtstrend beendet. Dann würde es ganz schnell in Richtung 19.000 Punkte laufen. Ja, und dann würde es sogar relativ weit nach unten gehen, weil die nächste wichtige charttechnische, psychologische Unterstützung, ich habe uns das mal längerfristig eingezeichnet, hier aus dem Dezember noch des letzten Jahres, wäre dann Tatsache erst die 18.000er Marke. Also momentan sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig noch in einem intakten Aufwärtstrend, sind jetzt aber im Bereich der psychologischen Widerstandsmarke von 20.000 Punkten hier in eine Top-Bildungsphase übergegangen. Wir sehen auch sowohl der MACD-Indikator, der knickt hier langsam schon wieder in diesen Bereich ein, als auch unsere Stochastik, die sich in der überkauften Zone befindet, knickt hier leicht ein. Das heißt, kurzfristig gehen wir mal davon aus, dass wir erstmal nur in Richtung 19.500 hier abtauchen. Das wären ganz klassische Gewinnmitnahmen hier am Markt. Diese Marke muss aber verteidigt werden, darf auf keinen Fall unterschritten werden, weil ansonsten sind wir ganz, ganz schnell bei 19.000 Punkte. Da wäre das nächste charttechnische Niveau, kann uns das auch nochmal einzeichnen. Basiert natürlich hier, war es ein Widerstandsniveau in diesem Bereich gewesen. Und hier haben wir es ja schon mal Anfang April als Unterstützungszone getestet. Das wäre also die nächste Kurszielmarke. Also hier ganz spannend. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier langsam erstmal unser Top ausbilden und dann doch irgendwie kurzfristig erstmal in Richtung 19.500 runterlaufen. Und wie gesagt, da wird es dann wirklich spannend. Fällt diese Marke, dann geht es, wie gesagt, relativ schnell in Richtung 19.000, 18.000 Punkte weiter. So, das war der asiatische Index gewesen. So, können Sie den Link nochmals einstellen? Ich gebe den jetzt einfach mal hier in den Fragenanteil mit rein und sende den nochmal, gib mir aber auch hier in die Chat-Funktion nochmal mit rein. So, dann sollte er jetzt überall angekommen sein. So, der Thomas, der hätte ganz gerne wieder die Tesla-Aktie. Die haben wir ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder analysiert. Die können wir natürlich auch heute uns gerne wieder mit anschauen. Tesla ja deutlich im letzten Jahr unter die Räder geraten. Aber wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten Woche darüber gesprochen, dass wir da eine Bodenbildung bei dieser Aktie gesehen haben. Ich verbinde hier einfach mal die Tiefstände miteinander. Und da sehen wir, wir hatten bei 180 ein charttechnisches Unterstützungsniveau. Dieses charttechnische Unterstützungsniveau hat hier auch erstmal gehalten. Und dementsprechend in der letzten Woche schon sehr, sehr freundlich gelaufen, die Aktie. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich mir hier jetzt mal über die Höchststände natürlich meine charttechnische Linie einzeichne, sehen wir hier folgendes Szenario. Wir haben hier eigentlich den Ausbruch über diese Marke geschafft, hatten ja so im Bereich 205, 206 die obere Begrenzung dieses Trendkanals, dieses Seitwärtstrendkanals. Und da sind wir in der letzten Woche kurz ausgebrochen. Also eigentlich ein sehr, sehr positives Handelssignal. Wurde ja auch unterstützt, sowohl durch unseren MACD-Indikator als auch die Stochastik. Ja, und das deutet eigentlich auch auf eine mittelfristige Trendwende an. Wir werden jetzt so ein kleines Pullback sehen. Das heißt, wir können hier durchaus nochmal in Richtung 206 abtauchen. Das wären so kurzfristige Gewinnmitnahmen. Dann würden wir diese Ausbruchlinie hier einfach nochmal testen. Das ist ein sehr, sehr häufiges Szenario hier am Markt. Ja, und grundsätzlich stehen die Kurse aber hier bei Tesla nicht schlecht, dass sich dieses Ausbruchtrendszenario natürlich im ersten Step in Richtung 220 kurzfristig
mittelfristig dann aber eher in die Region 240, 260 dann fortsetzen wird. Also hier ist sowohl der kurzfristige Trend, der ja jetzt in der zweiten Woche intakt ist, weiterhin intakt, als auch mittelfristig eine Trendwende geschafft durch dieses durch dieses Ausbruchsszenario hier, durch diese obere Trendbegrenzung haben wir hier natürlich weiter Potenzial. Netflix wäre die nächste Aktie. Netflix, meine ich, haben wir nicht mit drin. Ich gebe die mal einfach in meine Produktsuche ein, weil wir haben zwar immer neue Titel dazu. Doch, Netflix ist mit drin, dann können wir die auch mal uns mit anschauen. Haben wir bisher ja noch gar nicht analysiert. Deshalb ist es auch immer schön, wenn wir hier mal neue Titel mit dabei haben. Hab mir den jetzt mal in meine Watchlist gepackt und dann schauen wir uns den mal hier neu mit an. Natürlich hier noch nicht so lange am Chart. Wir sehen das, wenn ich auf Tagesschartbasis bin, habe ich die Daten nur bis zum 26. Februar rückgängig. Also frisch am Markt. Wir sehen, wir hatten erstmal den Preisverfall hier bei der Aktie gehabt, hatten den Kursrückgang hier in die charttechnische Region bei 415. Da sehen wir, konnten wir uns sehr, sehr schön stabilisieren. Ja, und wenn ich mir das kurzfristige Trendszenario anschaue, über die Höchststände, die wir hier ausgebildet haben, einfach mal eine Trendlinie gezogen haben, sehen wir, haben wir hier am 7. April unser Ausbruchsszenario gehabt, ja, und haben jetzt so das Höchststandsniveau bei 480 in Angriff genommen. Da kommt jetzt Kaufinteresse in den Markt, der anfängliche Verkaufsdruck hat sich hier geebnet, sind jetzt hier kurzfristig intakt, ja, und hier heißt es jetzt einfach, nächste Kursziel-Marke 500, können hier auch mal ein Zeitintervall runtergehen, weil wir dementsprechend hier ja noch nicht so viele Daten haben und hier sehen wir das so ein bisschen längerfristig. Dieses Kursszenario hatten, wie gesagt, hier dieses 415er Unterstützungsniveau sehr, sehr häufig getestet hier Ende März, Anfang April. Ja, und hier jetzt im intakten Aufwärtstrend und kurzfristig sehen wir hier auch hier dieses Open Gap im Markt, diese Kurslücke, die wirklich Kaufinteresse zeigt, wirklich hier immer zum Handelsstart mit diesen Open Gaps, drei Stück hintereinander. Da ist momentan Kaufinteresse drin. Das dürfte uns auch erstmal in einem intakten Marktumfeld hier weiter hochführen. Also kurzfristig sehe ich jetzt hier erstmal die 500er Marke als nächstes Kursziel mit an. So, das war die Netflix-Aktie. So, jetzt haben wir die Frage, jetzt, wie geht's weiter mit Wacker Chemie? Die haben wir, glaube ich, aber wirklich nicht mit drin. Ich gebe die aber mal ein, bevor ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehne. Nein, die haben wir leider nicht mit drin. Da kann ich also jetzt nicht mit der Analyse dienen. Wir haben hauptsächlich, wie gesagt, halt Titel aus dem DAX und Dow Jones hier mit drin. Die können wir gerne analysieren. So, der Heinz, der hätte gerne General Electric. Die müsste ich finden. Da schaue ich mal bei den Aktien in Amerika und da sollte ich die dann dementsprechend mit drin haben. So, die fügen wir mal in die Watchlist mit zu und dann können wir uns die hier gerne mit anschauen. Mal ein Titel hier aus dem Dow Jones. Ja, ein ähnliches Bild. So, ich schaue, ja, wir sind hier im Tagesschart unterwegs. Oh, da sehen wir hier schon deutliche Käufe hier. Hatten ja so eine Seitwärtskonsolidierung im kurzfristigen Bereich hier gehabt. Wir sehen, wir hatten hier Ende Februar so eine Konsolidierungsphase. Ich lege mal hier über diese Höchststände so eine kurze Trendlinie. Da sehen wir immer wieder an dieser Marke kam es zu Verkaufen. Hatten uns aber im Bereich der 25er Marke hier sehr, sehr schön stabilisieren können. Wir sehen immer wieder rund um die Marke 24,70 bis 25,30 so ein schönes Unterstützungsniveau ausgebildet. Ja, und hier dann in der letzten Woche mit einem deutlichen Impuls der Ausbruch. Ja, und hier sieht man auch, wie Charttechnik immer sehr, sehr schön funktioniert. Durch diese Ausbruchkerze, die wir hier am 13., 12. April gesehen haben, hier der Impuls, dass wir dementsprechend ein Trendsignal haben, ein neues Kaufsignal haben, am nächsten Tag gleich ein Open Gap, welches uns sogar über die Widerstandsmarke hier bei 26 geführt hat. Sehr, sehr starkes Kaufinteresse hier am Markt bei dieser Aktie. Ja, und dementsprechend dann gleich weiter hier mit einem Kurssprung fast 10% innerhalb eines Tages nach oben gesprungen an die 29er Marke ran. Ja, und das, was wir heute sehen, das sind erstmal klassische Gewinnmitnahmen bei der Aktie. Wie gesagt, als Unterstützungsniveau fungiert jetzt natürlich dieses Gap, was wir hier im Markt zu liegen haben, im Bereich der 26er Marke. Das kann auch durchaus im Rahmen der Gewinnmitnahmen hier geschlossen werden, aber wir haben jetzt sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig
eine Trendumkehr. Wir haben hier ein ganz klares Kaufsignal bei der Aktie von General Electric. Schön, wer hier diesen Einstieg in der letzten Woche gefunden hat. Und wie gesagt, der sollte auch investiert sein. Wie gesagt, kurzfristig neigt ein Markt dazu, immer so ein Kursfenster zu schließen. Dementsprechend kann es durchaus nochmal in die Region 26,50 runtergehen. Wenn das der Fall ist, ist das natürlich nochmal ein attraktives Einstiegsniveau, wer dieses erste Ausbruchssignal hier verpasst hat. Ja, und dann heißt es erstmal freien Weg in Richtung 30er Marke. Wir sehen aber auch bei 27 hier nochmal aus der Historie, habe den Start nochmal ein bisschen geschaut, sehr starkes Unterstützungsniveau. Da gehe ich mal von aus, dass wir da nochmal zurücklaufen. Das wird dann aber nochmal eine interessante Einstiegskonstellation, weil wir wirklich jetzt hier deutliches Kaufinteresse bei der Aktie haben und das dürfte sich dann auch hier in einem positiven Marktumfeld weiter mit fortsetzen. So, das war die General Electric. So, den FTSE 100, dann gehen wir mal bitte wieder in die Indizes zurück. Hätte der Antonio gerne. Ich schaue mal, ob ich den hier schon mit drin habe. Ansonsten haben wir auf jeden Fall. So, mit weiter. So, hier haben wir jetzt erstmal unseren UK 100, der hier auch mit in der Analyse mit drin steht. Und da sehen wir, haben wir natürlich hier jetzt erstmal, hatten wir ja schon besprochen, dieses wichtige charttechnische Unterstützungsniveau bei 6.750 Punkten hier am Markt gehabt. So, pardon. So, sahen dann praktisch nochmal den Angriff auf die 7.000er-Punkte-Marke. Hatten wir letzte Woche auch gesprochen. Sind sogar rüber, sind in diesem Szenario sogar auf die alten, über die alten markierten Höchststände gelaufen, die wir hier so um den 20. bis 23. März herauskristallisiert haben. Da sehen wir, sind wir rüber. Da haben wir heute den kleinen Rücksetzer. Wie gesagt, 7.000 ist hier die wichtige Unterstützungsmarke. Solange wir über der 7.000-Punkte-Marke sind, ist sowohl kurzfristiger, mittelfristiger als auch langfristiger Aufwärtstrend intakt. Ich zeichne euch das auch noch mal ein. Auch hier so ein bisschen das längerfristige Bild. Wir sehen, wir haben hier unser sehr, sehr schönes Aufwärtstrend-Szenario. Haben, wie gesagt, noch mal diesen Sprung über die Marke von 7.000 Punkten hier geschafft. Damit natürlich hier weiteres Aufwärtspotenzial generiert. Wird auch unterstützt durch MACD und Stochastik, die hier auch ganz klar im Kaufsignal mit drin sind. Also hier durchaus weiteres Aufwärtspotenzial bei diesem UK 100. Und wie gesagt, das, was wir heute sehen, ist so ein kleines Pullback nach diesem wichtigen Ausbruchssignal. Solange wir über der 7.000er-Punkte-Marke bleiben, ist alles intakt. Unterhalb der 7.000er würde ich allerdings hier relativ knapp, spätestens bei 6.950, meine Stop-Kurse platzieren, weil wir mit dem Unterschreiten dann einfach wieder Gefahr laufen, hier in Richtung 6.750 nach unten durchgereicht zu werden. Also da dann das entsprechende Stop-Niveau legen. So, die Fresenius Medical Care, dann gehen wir mal wieder in den DAX 30 zurück. Ich schaue mal, ob ich die schon mit hier in meiner Watchlist mit drin habe. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal betrachtet, aber aktuell nicht mit drin. Deshalb suchen wir uns die einfach mal mit raus und fügen die dann dementsprechend hier mit ein. So, die Fresenius, welche war es denn jetzt? Ja, Fresenius Medical Care. Müssen wir immer schauen, welche der beiden hier gewünscht ist. Und dann schauen wir uns mal hier einen DAX-Titel mit an. Ja, ähnlich wie der Gesamtmarkt natürlich auch die Aktie von FMC sehr, sehr stark gelaufen. Wir sind sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig hier in einem intakten Aufwärtstrend. Ich zeige euch das mal ein. Das ist hier die langfristige Indikation, die nach oben zeigt. Wir sehen, der hat sich aber nochmal deutlich beschleunigt, dieser Aufwärtstrend. Sehen das hier in diesem letzten Kursszenario, also hier dieser Fächer nach oben, dieser Trend hat sich deutlich beschleunigt, hatten Mitte März hier im Bereich der 80er Marke ein Widerstandsniveau am Markt ausgebildet, sahen leichte Gewinnmitnahmen bei der Aktie, konnten uns aber hier sehr schön an der Marke von 75 stabilisieren, sehen hier auch diesen japanischen Candlestick-Kerze, diesen Hammer. Hammer heißt, ich habe mir hier eine Unterstützung am Markt gesucht und hat dann natürlich diesen Aufwärtstrend wieder mit aufgenommen. Sehen, wir haben es nicht nur geschafft, dieses Höchststandsniveau vom Anfang März hier zu überschreiten, anzugreifen, sondern wir sind sogar durchgebrochen am Freitag, also hier ganz klar weiter intakt, kurz, mittel, langfristig, kurzfristig sogar mit einer neuen Kaufindikation.
Hier am Markt wird auch unterstützt durch ein Kaufsignal im MACD und die Stochastik in der letzten Woche. Also hier sind wir in allen drei Timeframes weiter in einem intakten Aufwärtstrend. Nächstes Kursziel ist jetzt von mir gesetzt hier bei 85. Würde meine Stop-Kurse im Bereich hier bei 79 platzieren, sollten wir also wieder unter die Marke bei 80 durchrutschen. Das wäre unser Ausbruchsszenario. Und bei 79 verläuft unser Aufwärtstrendkanal 78,5. Eigentlich sogar. Da würde ich mich dann ausstoppen lassen, weil dann würden wir hier eine Trendwende sehen. Ansonsten ist hier alles soweit intakt. Und wie gesagt, da würde ich mich, wie gesagt, bei 78,50 spätestens ausstoppen lassen, weil dann laufen wir einfach Potenzial an den langfristigen Aufwärtstrend und der liegt leider erst bei 68 in der Unterstützung zurückzulaufen im Rahmen von Gewinnmitnahmen. Aber wie gesagt, momentan alles intakt. In der letzten Woche sogar noch ein neues kurzfristiges Handelssignal mit dem Ausbruch hier über die Marke von 80 generiert. Also weiter halten, weiter laufen lassen und die Stop-Kurse dann entsprechend mit anpassen. So. Was haben wir denn noch hier? Brennöl, den haben wir irgendwo nicht mehr mit drin. Unsere Ölanalysen können wir hier leider dementsprechend nicht mehr machen. Winresorts haben wir nicht drin. Baidu weiß ich gar nicht, ob wir die haben. Die müsste ich mal suchen. Da schaue ich mal nach, ob wir die überhaupt mit drin haben, bevor ich hier dementsprechend. Nein, haben wir leider nicht mit drin, kann ich dementsprechend auch hier nicht analysieren. Gib hier aber auch noch mal Winresorts ein, weil wie gesagt, alle Titel habe ich auch nicht im Kopf, ob wir die dementsprechend hier mit drin haben. Nein, die haben wir nicht mit drin. So, deshalb muss ich mal meine Linie weiterschauen. Nordex als deutschen Titel, glaube ich, war schon mal gesucht, haben wir leider auch nicht bei unseren Titeln hier mit drin. Aktien Deutschland. Leider nicht. Wie gesagt, bitte bei den Titeln darauf achten, dass wir da dementsprechend hier so Titel aus dem DAX, Dow Jones oder sonstiges haben. So, der Thomas so fragt, guten Tag, die E.ON ist eine große Wende, keine Ahnung, schauen wir uns aber gerne mal an. Den Titel können wir auf jeden Fall analysieren. Ich bin ja auch immer gespannt für Titel, die man sich nicht jeden Tag anschaut, ob wir hier dementsprechend ein interessantes Szenario haben. Ja, E.ON auf jeden Fall auch sehr freundlich, natürlich noch Underperformer im DAX, ein sehr konservativer Titel, aber natürlich auch in einem klaren Aufwärtstrendszenario. Zeichne euch das Ganze hier mal ein. Wenn ich die Tiefstände hier miteinander verbinde, sehen wir, haben wir hier ein intaktes Aufwärtstrendszenario. Interessant aber, und da denke ich mal, geht auch die Frage hin, ist das eine große Wende? Weil wenn ich mir natürlich jetzt über meine Höchststände sowohl im kurzfristigen Bereich als auch im mittelfristigen Bereich das Ganze anschaue, haben wir natürlich auch gerade am heutigen Tag, wir haben hier mit dieser Marke bei knapp 14,50, 14,30 eigentlich gekämpft, wichtige charttechnische Marke. Und da sind wir heute ausgebrochen über diese Marke. Und das ist natürlich super interessant. Das Ganze wird auch, wenn wir hier unten schauen, im MACD und im Stochastikindikator hier durch ein Kaufsignal bestätigt. Ja, und dementsprechend haben wir hier nicht so nur weiter ein kurz- und mittelfristiges Trendszenario, sondern sogar langfristig. Ich gehe auch davon aus, dass sich dieser Trend hier bei der Aktie weiter fortsetzen wird. Minimalziel erstmal die 15. Warum die 15? Wir sehen, wir haben hier hinten ein sogenanntes Open Gap. Da hat ja unsere Korrektur angefangen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Das wird natürlich die nächste Kurszielmarke werden. Dieses Fenster, dieses Kursfenster bei 15 werden wir erstmal schließen hier am Markt. Und das denke ich mal, sollte auch relativ schnell gehen sein bei der Aktie von E.ON. Also durchaus ein interessanter Wert hier, sehr schön rausgesucht. Gerade durch die Generierung dieses kurzfristigen neuen Kaufsignals sind wir hier natürlich jetzt auch in einem Bereich, wo es mittelfristig und langfristig weiter nach oben gehen kann. Auf jeden Fall jetzt erstmal weiter in Richtung der 15er Marke, dann sogar in Richtung 15,50, wo wir hier unsere Höchststände hatten. Ja, und längerfristig muss ich mir den Chart mal anschauen. Da haben wir ja auch erstmal ein schönes Kurszielniveau, in das wir jetzt erstmal reinlaufen müssen. Aber der Weg ist hier erstmal frei. Wir sehen das im langfristigen Chart, wirklich in die Zone bei 15 hier reinzulaufen. Und das Ganze wird hier auch untermauert von Indikatorenseite. Also durchaus ein Titel, den man hier einfach weiter laufen lassen kann, der auch durch das Ausbruchssignal am heutigen Tag hier dementsprechend weiteres Potenzial am Markt bekommen sollte. So, die Südzucker-Aktie, die wird jedes Mal gefragt und ich habe sie aber leider nicht hier im Portfolio mit drin.
Ich suche aber extra nochmal, nicht, dass es nachher heißt, wir haben sie doch drin. Also selber immer mal schauen und mir sonst auch ein Feedback geben, ob wir den Titel drin haben. Südzucker haben wir aber leider nicht mit drin, kann ich leider an dieser Stelle nicht analysieren. Die Salzgitteraktie, die sollte ich aber drin haben. Die wollte der Thilo analysiert haben. Hier habe ich sie noch nicht drin, kann sie aber mit Sicherheit hier mal über die Produktsuche Aktien Deutschland mit raussuchen. Ich glaube, die Salzgitter hatte ich hier irgendwann schon mal gelesen. Leider auch nicht aus dem Bereich. Wir haben hier aus dem deutschen Bereich tatsächlich nur SAP und Siemens mit drin. Die sind aber auch noch gefragt. Die Siemens-Aktie sehe ich gerade, die soll auch analysiert werden. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit der Siemens-Aktie auch weiter. Also wir bleiben hier im DAX und schauen uns hier die Siemens-Aktie an. Auch die sehr, sehr schön gelaufen, hatten wir ja auch schon diverse Male drüber gesprochen, hatten aber auch gesehen, dass wir hier im Bereich der 105er-Marke so ein langsames Höchststandsniveau Mitte März ausgebildet haben, hatten dann die Korrektur gesehen bei der Aktie. Das waren aber kurzfristige Gewinnmitnahmen. Die haben uns genau an die Zone von 100 geführt. 100 psychologisch charttechnische wichtige Unterstützungsmarke, die haben wir verteidigt, diese Marke. Ja, und in einem gesamten freundlichen Umfeld sind wir hier natürlich wieder in diesen Aufwärtsmodus übergegangen, kann euch das aber auch noch mal einzeichnen. Also wir befinden uns sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig jetzt wieder in so einem Aufwärtstrendkanal. Wir sehen das. Das mittel- und langfristige Bild hätte sich erst gewandelt, wenn wir die 100-Euro-Marke hier nicht hätten verteidigen können, hat aber gehalten. Die haben wir getestet. Jetzt geht es natürlich daran, dieses Widerstandsniveau zwischen 105 und 155 zu überwinden. Dementsprechend für mich noch aktuell eine Halteposition. Erst wenn wir hier dieses Widerstandsszenario, da werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ranlaufen, überwunden haben, erst dann wird es hier natürlich weiteres Aufwärtspotenzial geben. Somit momentan aber noch ganz intakt. Erst unter 100 € würde ich mich hier aus dieser Aktie ausstoppen lassen. Ist ja auch sehr, sehr schön gelaufen und dementsprechend sollte man hier auch weiter investiert bleiben im Bereich 100, 105, 105,50 €. Da muss man gucken, ob wir da wirklich den Ausbruch hier über die Höchststände, die wir Mitte März markiert haben, schaffen. Sollte es da zu einer Trendumkehr von Indikatorenseite kommen, sollte man hier auch einen Teil seiner Gewinne mitnehmen. Ansonsten das ganze positive Setup wird durch ein neues Kaufsignal im MACD und der Stochastik unterstützt. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir hier in einer freundlichen Woche ganz schnell uns wieder an diese 105 ranarbeiten werden. So, jetzt hatten wir noch eine Anfrage hier zu den Rohstoffen. Einmal Silber können wir uns natürlich auch sehr gerne anschauen. Hatten uns den Goldchart ja schon angeschaut, der sich ja auch wieder deutlich eingetrübt hat und dementsprechend hier jetzt den Silberchart als Pendant. Die korrelieren ja sehr stark miteinander. Wir sehen, wir hatten auch hier diese Erholung gehabt, haben uns aber auch hier im Bereich der 17-Dollar-Marke wirklich festgefressen gehabt. Immer wieder diesen Ausbruch über diese Marke, immer aber auch wieder gescheitert. Hier durch unsere japanische Candlestick-Kerzen dementsprechend immer wieder gescheitert an dieser Marke, sogenannte Shooting Stars, die schon immer wieder auf so einen Verkauf hindeuten. Ja, und haben eigentlich hier sogar einen Doppeltop in diesem Bereich 17 bis 17,30 ausgebildet. Ja, und das deutet natürlich hier nichts Gutes an. Aus der Charttechnik natürlich ein sehr starkes Verkaufssignal. Also auch hier gehe ich weiter davon aus, dass sich dieser Abwärtstrend, den wir hier begonnen haben, weiter fortsetzt. Wir haben eine kleine Unterstützung bei 16, da gehe ich aber nicht von aus, dass die uns großartig Unterstützung liefern wird. Ich gehe eher davon aus, dass wir hier dann weiter in Richtung der Marke 15,40 € bis 15,50 €. Da sehen wir, das war eine wichtige Unterstützung Mitte Dezember. Das war eine wichtige Unterstützung Mitte März gewesen. Da werden wir uns eher hinbewegen an diese Kursmarke. Und da gehe ich mal einfach davon aus, dass wir da auch diesen Trend hier in den kommenden Tagen weiter fortsetzen werden. Also wie gesagt, hier auch ähnlich wie bei Gold eher negativ. Da haben wir wirklich hier einen intakten Abwärtstrend. So, die nächste Anfrage wäre eine SAP-Aktie. Die haben wir auch lange nicht analysiert. Dementsprechend natürlich auch wieder gerne anzuschauen. Die läuft natürlich unvermindert. Wir hatten da schon mal vor langer Zeit drüber gesprochen. Wir hatten hier dieses super tolle Unterstützungsniveau bei 55, 1, 2, 3, 4 mal getestet, 4 mal verteidigen können. Ja, und dann kam dieses große Ausbruchsszenario. Und seitdem befindet sie sich kurz-, mittel-, langfristig natürlich hier in einem intakten Aufwärtstrend.
kann uns das Ganze hier mal einzeichnen. Der setzt sich hier unvermindert fort. Ja, und aktuell natürlich hier auf dem Weg zur 70er Marke. Die werden wir auch als nächstes Kursziel hier mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen. Würde mich hier ausstoppen lassen bei 67. Das wäre das aktuelle Kurs, das Stop-Niveau von diesem langfristigen Aufwärtstrend-Szenario. Wir sehen aber auch von Indikatorenseite, hat jetzt sogar wieder auf Kauf geswitcht. Also da wird es jetzt erstmal weitergehen in Richtung der 70er Marke hier in diesem Bereich. Und wie gesagt, das Stop-Niveau, das würde ich mir bei 67 Euro hier in den Markt legen. Erst wenn wir diese Marke unterschreiten, ist davon auszugehen, dass wir eine Korrektur sehen, kurzfristig in die Richtung 65, länger mittelfristig eher dann in die Region von 60. Aber da sind wir momentan weit entfernt von. Aktuell ganz klarer Aufwärtstrend, ganz klar weiter laufen lassen, die Aktie und die Stopkurse dann entsprechend so nachziehen und dementsprechend dann hier handeln. So, jetzt haben wir noch eine Anfrage zu den Indizes. Da muss ich mal schauen, ob wir das dementsprechend hier drin haben. CSI 300, nee, den haben wir hier leider nicht mit drin. Da kann ich leider nicht mit dienen. In den Indizes haben wir zwar sehr, sehr viel hier mit drin, aber da leider nicht. Dann gehen wir mal weiter zu den Aktien. Hier haben wir noch die Allianz-Aktie mit drin. Ich glaube, die hatten wir uns letzte Woche auch angeschaut. Und Apple will hier auch nochmal analysiert werden. Und dann haben wir unsere Zeit leider auch schon wieder rum. Also schauen wir uns als erstes mal die Allianz-Aktie an. Nehmen hier nur mal ein paar alte Schaulinien raus. Und auch da hatten wir ja immer wieder drüber gesprochen, auch letzte Woche. Da hatten wir ja hier diesen Kampf um die 160er Marke besprochen, haben aber auch gesehen, dass wir da den Ausbruch nach oben geschafft haben und somit natürlich auch den mittel- und langfristigen Trend wieder hier aufgenommen bei dieser Aktie. Wir sehen, die ist hier sehr, sehr schön intakt. Das wäre der Aufwärtstrendkanal. Unterstützung war hier auch bei 160, hat sich dementsprechend für einen Ausbruch nach oben entschieden, damit ganz klar hier an die 170 gelaufen. Ja, und die hat sogar deutlich weiter Kurspotenzial. Bleiben wir hier in einem freundlichen Markt, könnten wir durchaus hier auch Kurse langfristig von 200 wiedersehen bei der Aktie der Allianz. Momentan ganz klar intakt. Mittelfristig, langfristig würde ich meine Stops erst bei unter 160 platzieren. Kurzfristig natürlich dann etwas knapper, aber hier ganz klar weiter eine Halteposition und dementsprechend hier mit drin lassen. So, Apple und Facebook sehe ich, habe ich gerade noch neu reingekriegt. Facebook vom Thomas. Machen wir die Apple-Aktie hier als nächstes nochmal. Ja, die haben wir jetzt auch jede Woche fast mit besprochen und da jetzt auch wirklich ein unklares Bild. Wir haben hier bei diesen 134, da hatten wir unsere Höchststände markiert, da hatten wir auch drüber gesprochen. Hier am Markt sahen dann die Konsolidierung in den Bereich so von 122, 123. Da hatten wir hier so unser Unterstützungsniveau am Markt. Das hatten wir getestet. Ja, und seitdem befinden wir uns bei Apple eigentlich in so einem klaren Seitwärtstrendkanal. Und ja, uns fehlen jetzt wirklich so die Anschlusskäufe. Wir sind hier auch nach oben so ein bisschen gedeckelt. Auch wenn ich mir das kurzfristige Szenario hier bei der Aktie mit anschaue, sehen wir, hätten wir eigentlich hier so ein kleines Ausbruchsszenario am heutigen Tag. Ja, aber so wirklich fehlen die Anschlusskäufe. Schaffen wir das aber, dieses Kursniveau hier über der 127er Marke zu halten auf Schlusskursbasis, wäre das natürlich wieder eine neue Kaufindikation. Das Ganze würde auch hier durch MACD und Stochastik bestätigt werden. Und dann haben wir natürlich hier wieder Potenzial bei der Apple-Aktie in Richtung 134. Würde auch sehr, sehr schön passen. Am 24. startet wohl der Vorverkauf zur Apple Watch. Da kommt natürlich wieder neues Geld in die Kasse. Und wir wissen ja immer, mit den Produkteinführungen von neuen Produkten geht es dann dementsprechend auch wieder nach oben. Das fördert die Verkaufszahlen. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieses Szenario hier untermauert wird, auch durch die Apple Watch hier jetzt dann in Deutschland, dass wir da deutlich wieder anziehen. Wie gesagt, halten wir das aktuelle Tagesniveau hier, wäre das ein neues kurzfristiges Kaufsignal, was uns locker erstmal in Richtung 132,50 führen dürfte. Also erstmal noch gut 5 Dollar nach oben. Ja, und da gilt es dann wirklich diese Höchststände, die wir hier jetzt erstmal um den 23., 24. Februar markiert haben, zu überwinden. So, Facebook hat mir der Thomas jetzt noch reingestellt und dann ist unsere Zeit leider für heute auch schon zu Ende. Die Facebook-Aktie, die schaffen wir aber noch schnell. Und die möchte ich euch natürlich hier nicht vorenthalten.
So, den Chart habe ich im Hintergrund schon mal aufgebaut und da sehen wir auch hier hatten wir eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung gesehen, haben aber auch gesehen, dass sich hier die Aktie im Bereich der 85er Marke recht schwer getan hat. Eine klassische Verkaufskonstellation aus der japanischen Candlesticker-Terminologie, ein Engulfing Pattern, sahen dann diesen Konsolidierungsmodus, ja, momentan aber nach unten noch unterstützt. Ich zeige euch das im kurzfristigen Trend, sehen wir hier diese Unterstützungszone, wenn ich hier die einfach die Tiefstände miteinander verbinde, haben wir die letzte Woche schon mal getestet, haben wir die heute getestet und dementsprechend geht es hier nochmal nach oben. Momentan trotzdem nur eine Halteposition bei mir. Der mittel- und kurzfristige Trend sind zwar noch intakt, aber wie gesagt, solange das Widerstandsniveau hier bei 85 nicht überwunden ist, sehe ich hier auch keine weiteren Impulse bei der Facebook-Aktie. Verkaufen würde ich erst unter 82. Das heißt, das wäre dann ein Bruch dieses Aufwärtstrendkanals, den ich euch hier eingezeigt habe. Danach kann ich dementsprechend dann davon ausgehen, dass wir hier dann doch wieder mal eine Korrektur bei dieser Aktie sehen. Momentan, wie gesagt, mittelfristig, langfristig intakter Aufwärtstrend, kurzfristig hier in diesem Konsolidierungsmodus. Also stellt grundsätzlich eine Halteposition dar. Mit dem Überschreiten der 85er hätten wir neue Impulse, dann auch Richtung 90, 95, 100 zu laufen. Ansonsten aber erstmal hier kein Handelsbedarf. Gut, das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich darf mich recht herzlich wieder für die Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme bedanken. Hoffe, es war wieder interessant für euch gewesen. Freue mich, wenn ihr natürlich auch am kommenden Montag mit dabei seid, wenn wir wieder unseren Marktausblick machen. Wünsche in dem Sinne allen eine erfolgreiche Handelswoche. Denkt am Mittwoch an den Zinsentscheid in dieser Woche. Wichtigste Zahl, die sorgt für Bewegung an den Märkten. Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.